Und damit herzlich hallo zu unserem 16. Gaming-Adventskalender-Türchen New Year in Jelly Village. Spiele ohne Hinweise, Spiele mit Hinweise. Ihr werdet gleich sehen, was es damit auf sich hat. Wir spielen mal mit Hinweisen. Im Prinzip ist das nur ein Suchbildspielchen. Ist halt für die gemütlicheren. So, hier fehlt ihm die Mütze. Da hat er keine Brille. Hier fehlen die Schnürchen. Ich finde es ja nett, dass man auf der anderen Seite gleich diesen Zeiger hat, der ihm anzeigt, wo man gerade ist. Ich kenne da nämlich so Sachen, wo man echt verzweifelt nach einer Zeit, weil man andauernd versucht, herauszufinden, wo man noch gucken muss. Und so kann man ganz gut vergleichen. Ich weiß gar nicht, ist das... Ah doch, das ist Level 1. Zwei Unterschiede sind noch zu finden. Aber es wird langsam schwer. So, Bauchnabel haben beide. Ja, ist gut. Man muss aufpassen, wo man hinklickt, weil man sonst, ja, Probleme hat. Beziehungsweise Punktabzug kriegt. Verdammt, ah, die Eiszapfen, die fehlen noch. So, eins noch. Eines noch. Wer es sieht, einfach mal schreien oder in die Kommentare schreiben. Was ist das jetzt hier unten eigentlich? Ah, Show Hint. Ah, da fehlen Streifen bei der Mütze. So sehen also die Hinweise aus. Coole Sache. Zweites Bild, der Stern. Dachte gerade lächelnd. Hier fehlt ein Baum. Der Flicken ist auch nicht da. Noch vier Unterschiede. Die Kette hier. So, jetzt wird's interessant. An dem Ding hier fehlt doch garantiert irgendwas. Ja, hier so eine Sternschnuppe. Noch zwei Unterschiede finden. So, der Schlitten ist auch nicht da. Noch ein Unterschied und der ist bestimmt irgendwo am Baum. Ist er nicht. Mist. Schneeflocke hier, Schneeflocke da. Da so, drei Finger, so, ah, hier, der Rest vom Schal fehlte noch. Nächstes Spiel. Mir scheint, die Unterschiede sind doch immer wieder woanders. Ich habe das schon mal gespielt und da fehlten ihm hier die Barthaare und hier waren Ärmelansatz. Cool, hat also auch Mieterspielwert. So, die Mütze haben wir hier. Immer noch vier Unterschiede. Wo sollen die bitte fehlen? Ah, der Schuh, der ist anders lang. Noch drei Unterschiede? Wo sind denn die? Hallo? Unterschied? Ah, die Mütze ist schief. Noch zwei Unterschiede. Die Mütze ist auch unterschiedlich lang. Meine Gott, ist noch irgendwas bei der Mütze? Ne. So, das sieht soweit auch ganz gut aus. Ja? Hat er auch die gleiche Fingeranzahl an jeder Hand? Ja. Die Axt ist auch die gleiche? Ja, scheint so. Stern sieht ganz okay aus. Ja, okay. Fehlt ein Haken. Ah, da fehlt eine ganze Kugel. Level 3 geschafft. Level 4, soweit war ich noch nie. So, unten läuft langsam aber sicher die Zeit ab wahrscheinlich. Wird sowieso irgendwann Game Over gehen. Noch ein Unterschied. Die Bilder erzählen doch alle so eine kleine lustige Geschichte, würde ich mal behaupten. Würde ich jetzt aber mich nicht drauf festnageln lassen. Yeah. Es geht viel besser als beim letzten Mal. Wobei ich eigentlich gehofft hatte, dass ich mittlerweile schon Game Over bin, weil ewig hatte ich eigentlich nicht vor, das hier zu spielen. Wobei das auch mal, das ist ein recht ruhiges Spiel, das könnte sogar ganz gut hochzuladen sein. Weil ja kaum was passiert im Bild. Nicht so wie bei Santa Rockstar, wo alles durchrast. Ganz hektisch. Passt super zur Weihnachtszeit. So, drei noch. Oh, er guckt anders. Ja, ich hab's bemerkt. Hast du wohl gedacht, ich merke das nicht? So, der Gürtel ist auch anders. Mann! Garderobe ist so eine Sache bei den Leuten. Versucht man so ein Jahrgangsfoto nachzustellen und dann stimmt nichts. So, wo ist denn jetzt schon wieder der letzte Hinweis? Ich könnte wetten, der ist ganz nah. Knöpfe, Knöpfe, nein. Pfeife, nein, nein. X, da, hier so 2, 3, 4, 5. Nee.
Es muss, glaube ich, offensichtlicher als eine Schneeflocke sein. Gehen wir doch mal durch. Hier ist alles... Ich sehe jedenfalls keinen Unterschied. So, hier ist alles... Ich sehe jedenfalls keinen Unterschied. Vielleicht hier irgendwo im Gesicht bei dem Typen. Oder am Schal. Oder Fuß. Oder Bein. Nein. Die Schuhe. Nein, 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 nein. Oh, komm. Veralbere mich doch nicht. Wo ist der letzte Unterschied? Gib mir mal einen Tipp. Ach, die Schnur ist gespiegelt. Na gut, darauf musst du aber auch erstmal kommen. Finish. Oh, das war's schon. Seht ihr mal, einfach durchgespielt mit Hinweisen. Hier kriegt's wahrscheinlich auch ohne Hinweise hin. Und wie gesagt, ich glaube sowieso, die Bilder sind jedes Mal anders. Also nur hier in Jelly Village. Ist wahrscheinlich mehr so ein neues Spiel, aber hey, da sind Weihnachtsbäume. Weihnachtsspiel passt. Wenn man jedenfalls nicht so eine große Auswahl hat. Und ich musste immer in 24 Spiele zusammentragen. Das hier ist auch ganz lustig. So, morgen dann wieder etwas actionreicher, soweit ich das gerade sehen kann. Und ansonsten noch einen schönen 16. Und als dann, bis dann, wir sehen uns morgen.